Herzlich willkommen zum Podcast über den Roman Die Waldgräfin von Dagmar Trottler. Am Mikrofon ist für euch Michael Taube. Bisher war mir Dagmar Trottler gänzlich unbekannt. Ihre Romane haben aber einen guten Klang in der Geschichtsliteratur und somit habe ich nach der aktuellen Ausgabe der Waldgräfin gegriffen. Nachdem ich lesend durch die Jahrhunderte gegondelt bin, finde ich mich diesmal im Mittelalter wieder und lese eine Geschichte, die die Zeit im 11. Jahrhundert beleuchtet. Das Cover und der Romantitel lässt eine schnulzige Liebesgeschichte erwarten mit ein wenig Aufmüpfigkeit der Hauptperson. Tja, und genau das ist es auch. Eigentlich hat der Roman das Zeug zu einem großen Roman. Es werden die Konflikte zwischen Religionen beschrieben, hier die Christen, die einen jüdischen Heiler in ihrer Burg halten und ihn doch als Zauberer ansehen, dort ein junger Mann aus einem uralten nordischen Herrschergeschlecht, der dem alten Glauben anhängt. Später stellt sich heraus, dass er eine Mutter mit christlichem Glauben hat. Diesen Teil hat Trottler, soweit ich es beurteilen kann, kenntnisreich und emotional beschrieben und in die Handlung eingewoben. Der andere tragende Teil der Geschichte ist das Verhältnis der jungen Tochter eines Freigrafens mit Namen Alinor. Der Name ist normannischen Ursprungs, da die Mutter aus Liebe von dort mit dem Freigrafen in die Eifel gegangen ist. Und es gibt den oben benannten Herrschersohn Erik. Es kommt, wie es immer kommen muss, nur halt etwas schlimmer. Sie befreit ihn, er rettet sie, dann rettet er sie nochmal und dann, ach ich weiß nicht mehr. Und immer die Zweifel bei Alinor, ob sie ihm vertrauen kann, gar liebt oder doch nicht. Selbstverständlich muss das in einem Liebesroman so sein, aber in diesem Roman übertreibt Dagmar Trottler gewaltig. Vielleicht bin ich aber als männlicher Leser nur nicht fähig, alle Verwicklungen des Herzens mitzuerleben. Anstrengend finde ich jüdische, wikingerische, ich weiß nicht mal, welche Sprache dort benutzt wurde, und lateinische Textpassagen ohne Übersetzung zu lesen. Bei Star Trek wird das auch gerade gemacht und auch da sind meine klingonischen Sprachkenntnisse nicht ganz sattelfest. Am Ende des Romans gibt es zwar dann viele Textpassagen in deutscher Übersetzung, aber da hatte ich keine Lust mehr, diese zu lesen und dann noch im Buch wiederzufinden. Mein Fazit: Der Roman Die Waldgräfin ist ein langer, meist gelungener Roman im Zwiespalt der Religion. Ich wünsche Alinor und Erik viel Glück in den nächsten Romanen, ich werde sie aber nicht weiter begleiten. Über die Autorin. Dagmar Trottler, Jahrgang 1965, arbeitete einige Jahre als Krankenschwester und studierte dann Geschichte und skandinavisch Philologie. Sie lebt mit ihrem Mann seit 2009 in Island. Bereits mit ihren ersten beiden historischen Romanen, Die Waldgräfin und Freiers Töchter, hat sie bei Lesern und Kritikern größte Begeisterung geweckt. Weitere Romane folgten. Aus dem Klappentext: In der Eifel um das Jahr 1060. Alinor, die rebellische Tochter des Freigrafen von Sassenberg, war ihr Leben lang eine Außenseiterin. Nach dem Tod ihrer Mutter wird sie von ihrem Vater gezwungen, die Pflichten der Bürgerin zu übernehmen und muss über das Schicksal eines gefangenen Barbaren entscheiden. Dieser erweist sich als letzter Sohn eines uralten nordischen Herrschergeschlechts und ist somit auch der Erzfeind ihres Vaters. Da ergreift die junge Eifelgräfin die Chance, nicht nur Erik, sondern auch sich selbst aus der Abhängigkeit des Freigrafen zu befreien. Die Autorin ist Dagmar Trottler. Das Buch, die Printausgabe, umfasst 855 Seiten. Die E-Book-Neuauflage erschien am 2. Februar 2070 im Blanc-Vallée Taschenbuchverlag und kostet 7,99 Euro.